Willkommen, Freunde. Ja, ich bin hier immer noch am Feld 38 am Rockensand. Das ist das letzte Feld. Steht da hinten eigentlich? Ich glaube, das ist ein Busch, oder? Ich glaube, das ist ein Busch. Ich dachte, da steht irgendeine Maschine oder so. Weil wir werden es dann spätestens 10 Uhr dort sehen, aber ich meine, es ist ein Busch. Ja. Läuft soweit noch alles. Beziehungsweise der Dünger ist gleich alle. Müssen wir schnell heimfahren. Oder wir holen den Überladewagen, mit dem ich zukünftig arbeiten möchte. Da allerdings vermutlich das Rockensaatgut auch nicht reicht. Ui. Da bin ich wohl zu weit gefahren. Und ich zukünftig, ja, mit Überladewagen arbeiten möchte. Möchte ich aber auch, dass das Saatgut von zu Hause, ich glaube nämlich, dass da noch was drin ist. Ganz sicher bin ich mir jetzt tatsächlich gar nicht. In den Säcken am Stall möchte ich das als erstes verbrauchen. Deshalb werde ich zur Sicherheit erstmal heimfahren. Und dann dort das abzapfen. Ja, anders müsste ich auch heimlaufen. Und es ist ein weiter Weg. Hätte ich mich besser vorbereiten müssen. Aber so ist es. Genau. Zu dem Video von vor 2 Tagen. Beziehungsweise nicht von vor 2 Tagen. Euch müsste es von vor 3 Tagen sein, wo ich die ganzen Sachen dargelegt habe, was aktuell so abgeht. Die ganzen Modder haben die Arbeit eingestellt und so weiter. Ich nehme das Video jetzt hier gerade leider auf, wo heute Abend das Video für euch erst rauskommt. Das heißt, ich kann jetzt in diesem Video noch nicht direkt auf eure Kommentare eingehen. Das wird dann im nächsten Video geschehen. Nur damit ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert, warum sagt ihr jetzt nichts zu meinem Kommentar. Die meisten werde ich sowieso ohnehin direkt unter dem Video beantworten und dann halt einfach im nächsten Video nochmal für die Allgemeinheit erwähnen, weil ich denke, ihr kennt's. Nicht jeder schaut auf ein Video, was er schon angeschaut hat, da dann regelmäßig noch in die Kommentare, was sich da getan hat. Ich denke, das gehört auch dazu, dass man sowas macht und auf Kommentare eingeht in Videos. So, jetzt ist aber, hey, doch echt knapp. Gleich so aus, der Dünger. 30 Liter noch. Ausheben und heimfahren, denke ich. Lohnt sich nicht, jetzt da noch groß eine nächste Bahn zu fahren. Den Quatsch müssen wir auch mal ausmachen. Na, Quatsch ist es nicht, aber manchmal schon ein bisschen nervig. Ja, und man merkt, dass Winter ist und wird schon langsam wieder duster. Da bin ich froh, wenn dann bald wieder Sommer ist und die Tage länger sind. So. Wir sind jetzt auch gar nicht sicher mit wie viel Hockenszeit, dass ich auf dem Feld angefangen habe. Wenn ich das jetzt wüsste, dann könnte ich eher abschätzen. Reicht's voll für das Feld oder reicht's eher nicht? Naja, gut. Ah, stimmt, wir hatten den Anhänger rausgezogen. Das heißt, ich fahre hier hinten mal lang. Weil ich meine, ich muss auf die linke Seite des Anhängers.
Und, Moment. Müssen das hintere kurz abhängen. Sonst funktioniert es nicht. So, 15, 15. Starten. 1, 2, 3, stopp. Oh, das war zu viel. Ich hab zu langsam gezählt. Das war zu viel. Naja, gut. Wir müssen auch noch weitere Felder säen, von dem her. Schauen wir mal, wie wir das geregelt bekommen. Ich sehe gerade, ich muss später auch noch die Bullen füttern. Die haben wieder Trog leer. So, jetzt fahren wir mal hier lang. Beziehungsweise, es gab doch hier diese Möglichkeit. Weizen. Was steht da? Feldgras, Maiskörner. Okay. Wir haben tatsächlich keinen Roggen mehr hier. Habe ich was Falsches im Kopf gehabt. Das heißt, ich fahre jetzt zum Feld und sähe voll und hoffe einfach, dass es halt gut reicht. Wenn nicht, dann muss ich halt nochmal hochfahren. Und dann schauen wir mal, dass wir für das nächste Feld. Das habe ich mich verfahren, aber egal. Für das nächste Feld ich den Überladewagen direkt ans Feld fahre. Den zweiten Traktor, dann muss ich nicht extra heimfahren. Und ja, ich weiß, ich könnte mit Tab zwischen die Fahrzeuge wechseln. Aber ich möchte realistisch spielen und aus diesem Grund werde ich das nicht tun. Sondern werde den Weg laufen. Was ist denn da eigentlich? Ist ja richtig unscharf. Was ist da passiert? Sehe ich zum ersten Mal. Ist schon immer so? Die Sachen hier kann ich alle wunderbar lesen. Und ansonsten außen die Piktogramme auch. Aber das? Krass. So, ich brauche mal wieder. Wunderbar. Let's go. 690 Höhe. Kann ja mal schauen, wie viel das wir für so eine Bahn brauchen. Dann kann man schätzen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vielleicht 15 Bahnen, das wir noch brauchen. Also so. Die ersten paar kann man ganz gut erkennen, bis wohin das es geht, aber da hinten, wenn es dann über den Hügel runtergeht, das sehe ich halt nicht mehr. 20 haben wir schon verbraucht. Wir sagen einfach mal grob 15 plus Vorgewende, also 18. Ah. Vielleicht auch 20 erstmal. Ist einfacher zu rechnen. So. Jetzt haben wir gleich 40 verbraucht. Genau. Sag mal einfach, wir haben eigentlich sind es 38, aber wir sagen einfach 40 haben wir verbraucht. Das heißt, 40 mal 20 gibt 800 Liter. So viel habe ich tatsächlich nicht mehr. Aha. Wenn ich sag mal 18, komme ich auf 720. So viel habe ich auch nicht mehr. Und wenn ich mit 38 rechne, dann komme ich auf 670. Es fehlt gerade so eine Bahn. Kann jetzt auch sein, hier raus, ich habe mich verschätzt. Ich brauche statt 15
nur 13, dann passt's. Aber so... Gut, die Bahnen werden auch ein bisschen kürzer jetzt, aber grob überschlagen wird's ultra eng mit dem Sargut. Mal 1, 2, 3. Ja, ich glaube, ich war ein bisschen zu großzügig beim Rechnen, aber wir werden es dann gleich sehen. War denn hier uns in der App was anzeigen lassen? Ja, das ist jetzt das, was nervt. Ich kann es nicht anzeigen, anklicken hier. Ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Bin gerade bei der 21. Bahn am Seine. Und vom ganzen Feld sind es so etwa 2/3. Und so gesehen würde ich sagen, sind es dann nur noch 10 Bahnen, was ich zu Seine habe. Maximal 11. Plus ein paar Vorgewände. Dann schaut das Ganze schon besser auf. Ja. Sind wir einfach gespannt. Hilft eh nichts, jetzt da zu spekulieren. Wir wissen, dass es eng wird. Aber dann ist endlich auch mal das Saatgut verkauft. Und den Dünger, den ich jetzt zu viel drin habe, den kann ich auch bei den nächsten Feldern nutzen. Vorausgesetzt, die sind ähnlich gut ausgeglichen wie das hier. Ja. Andere Frage. Interessiert's euch, wenn ich in diesen Videos, beziehungsweise stört's euch, wenn ich in diesen Videos über so ein paar LS22 Features quatsche und meine Gedanken dazu teile? Oder sagt er, nee, nee, bitte nicht. Konzentriere dich auf deine Arbeit. Also, ich habe ja eh zu den meisten Updates und zu den Features schon mal ein kurzes Video gemacht, wo das Ganze vorgestellt wurde, jeweils als das Announcement kam. Aber es gibt ja dennoch so ein paar Dinge, die einem dann im Nachhinein kommen, wenn man sich so mehr Gedanken drüber macht, was man da alles so draus machen könnte. Oder Spekulationen und so weiter. Lasst es mich auch mal in die Kommentare wissen, wer dazu steht. Ist in Ordnung für euch, wenn ich darüber quatsch? Oder sagt ihr, nee, nee, bitte lasst den Quatsch weg. Macht da extra Videos drüber. Einfach reinschreiben. Dann mache ich das nach eurem Wunsch. Nicht alles mache ich nach eurem Wunsch, aber wenn es so funktioniert und ihr darauf antwortet, wäre das echt gut, dann habe ich die Info. Ansonsten, ja, muss ich halt leider warten. Weiß nicht ab wann. Aber ich glaube, ab 1000 Abonnenten kann man dann Umfragen auf YouTube schalten. Ah, ja, wenn das mal erreicht ist, dann macht es das Ganze schon einfacher. Weil ich weiß, wenn ich jetzt hier irgendwas über Medieval Dynasty erzähle, das interessiert wahrscheinlich die wenigsten. Aber auch nicht jeder schaut es an und vielleicht ist trotzdem mal was anderes Interessantes dabei, wo man sich dann denkt, oh, vielleicht schaue ich da doch mal rein. Und so würde das dann zumindest über die Umfragen mitbekommen. Na gut. Konzentrieren wir uns weiter.
Auf die Arbeit? Ja, Benzintank fast leer. Was? Weißt du nichts? Bleiben wir nachprüfen hier. Ist auch so eine Sache. Sehe ich das hier? Ja, ich habe eine Tankanzeige, das blaue. Wo der Punkt leuchtet. Ja, aber wie viel das jetzt genau ist, sehe ich nur hier, dass ich noch 31,4 Liter drin habe. Und 60 die Stunde braucht, also eine halbe Stunde können wir noch. Ich schätze mal. Mal den Quatsch hier weg. Ah. Vielleicht eine Viertelstunde. Was ich noch brauche, bis das Feld hier fertig gesät ist. Und das heißt, Benzin reicht auch noch. So, jetzt sind wir dann schon bald Richtung Feldrand. Eins, zwei, vier Bahnen und ein paar Stunden. Mit der 5 sind 200 Liter. Vorgewende sagen wir jetzt einfach mal 4 Bahnen. Ja, okay. Mit Stunden. Das so durchrechnen würde ich sagen, habe ich vielleicht so 50 Liter übrig. Nach aktuellem Stand. Konsolenhöhe. Achso, ich habe nur 2 Stufen. Einkonsolenrotation, was war das? Also ich habe die Sachen irgendwann schon mal ausprobiert, aber ich weiß jetzt gerade echt nicht mehr, was war. Rotation. Was will ich denn rotieren? Also bloß die Neigung, die ich verstellen kann. Sinkt habe ich genau. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja. Ohne dass ich jetzt was hier groß sagen will. Aber es gibt auch im LS22 Fahrzeuge, die mit solchen Gimmicks hier, Türen öffnen und so weiter, ausgestattet sind. Ich weiß, ich nutze es hier auch nicht immer, die Türe auf und zu machen oder hier Zündung ein aus. Aber wenn, dann werde ich versuchen, auch dort solche Mods zu nutzen. Und ja, ich habe es noch nicht genau definiert. Aber wenn es so eine Ultra-Realismus-Folge gibt oder Serie, dann wird es auf alle Fälle genutzt werden. Eigentlich haben wir jetzt 3 Vorgewände. Also 3 Seiten insgesamt, so meine ich. Die Frage, fahre ich, wenn ich unten bin, hoch oder mache ich Vorgewände oben, vor und zurück, dann wieder runter und dann Vorgewände hier, zurück und vor und dann vielleicht den letzten Stunden reicht zu mir. Ich denke, das sollte reichen. Das reicht. Ich habe es gerade an die Bahn gesehen. Und ja, was haben wir denn? 4, 5, 6 Bahnen. 6 mal 40. 240. Ja, gut.
Sieht immer besser aus. 100 Liter wird möglich haben. Also der Roggen reicht auf alle Fälle. Den werde ich tatsächlich im Anschluss dann zu Hause wieder auf die Palette setzen. Dünger muss ich schauen. Da bin ich mir jetzt unsicher, ob ich ein Düngerlager daheim frei habe. Das hier mal aus. Das werde ich dann sehen. Und ja. Jetzt mache ich hier das Vorgewende. Wieso fahre ich denn jetzt so schnell? Genau, ich mache das Vorgewende hier. Alles voll offscreen fertig. Und für euch war es das. Ich denke, könnt ihr mir anvertrauen, dass ich das hier voll schaffe. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dahin, euer Idris. Ciao, ciao.